Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich freue mich heute ganz besonders, euch den Gainiac von MP Custom Effects zu zeigen. Los geht's! Gainiac von MP Custom Effects. Wahrscheinlich habt ihr noch nie so wirklich was von dieser Marke gehört. So ging es mir bis vor 5 Wochen auch noch. Und die Firma ist total cool. Also da gibt es so einen Mastermind hinter dieser ganzen Firma. Das ist Miloš Popović, deswegen auch MP Custom Effects. Und der ist aus Belgrad, aus Serbien, und der fliegt normalerweise Mix für die serbische Armee. Das ist total verrückt. Und wenn der abends nach Hause kommt, dann geht er halt in seinen kleinen Keller und lötet dann an so Effektpedalen umher. Denn der ist im Prinzip, der ist nicht so ein Hersteller, der einfach nur irgendwie Geld verdienen will, sondern es ist einfach einer von uns. Also einfach jemand, der Gitarre spielt, der coole Pedals haben will, coole Sounds aus seinen Amps haben möchte und ja, deswegen diese Pedals baut. So, deswegen sind auch diese Pedals komplett alle handgebaut. Der macht die auch mit ganz wunderbar hochwertigen Komponenten. Und wenn wir uns das ganze Pedal jetzt mal anschauen, dann haben wir einmal ein On-Off-Schalter, ein TS- und GNC-Switch. Also TS können natürlich für Tube Screamer stehen, allerdings klingt er zu einem konventionellen Tube Screamer doch wesentlich moderner. Und außerdem haben wir noch den GNC-Mode, wo dann praktisch der Gainiac-Mode, wo dann praktisch wesentlich mehr Gain vorhanden ist. Also wir haben einfach einen zweistufigen Overdrive-Distortion. Ein zweistufiges Overdrive Distortion Pedal. Dann haben wir ein Gain Knob, ein Gain Potty, ein Tone Potty und ein Lautstärke Potty. So, wie bin ich auf den Gainiac gekommen oder wie bin ich auf MP Custom Effects gekommen? Ich war wieder mal so auf YouTube unterwegs, wie eigentlich jeden Tag, und war auf einem meiner absoluten Lieblingskanäle, nämlich HP42, Henning Pauli. Und ich bin eigentlich ein ganz schöner Fan von dem. Und ja, ich habe so geguckt, so die Videos durchgeswitcht und dachte so, da war ein Video mit der Überschrift Gainiac, Must See, Miloš Popović. Und ich dachte, hey, Moment, das kennst du doch überhaupt nicht, komisch. Und naja, mein erster Gedanke war natürlich wieder,
Es wird wieder so ein Tube Screamer Clone sein oder ach, vielleicht ist es auch wieder irgend so ein Metal Muff Clone oder keine Ahnung. Und dann habe ich das Video angeschaut und war erstmal komplett. Also ich dachte so, hey Moment, das ist ein Pedal, das klingt irgendwie anders. Das hat so einen eigenen Soundcharakter, einfach geiles High Gain und ultra flexibel. Und da dachte ich, Mensch, okay, das musst du wahrscheinlich doch mal bestellen. So, und dann habe ich auf Facebook, habe ich Milosch geschrieben, habe geschrieben, ja, könntest du mir mal eine Liste schicken? Und da ging ich so, oh, bin gerade in der Besprechung, muss mal, eine Stunde hast du sie. Na, und dann habe ich, nach einer Stunde hatte ich die Liste und dann hat das ein paar Wochen gedauert und ich habe ihnen halt dieses Bild von mir geschickt, was auch auf dem Pedal dann drauf ist, total cool, das ist halt bei ihm möglich. Und dann habe ich das Pedal bekommen. Wurde nämlich, das hat einen Haufen Zeit in Anspruch genommen. Ich dachte mittlerweile schon, es kommt gar nicht mehr, weil der deutsche Zoll wieder mal ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und ja, dann kam das Pedal und es gibt auch auf meinem Kanal übrigens ein Unboxing-Video, wo ihr euch das gerne mal im Detail anschauen könnt. So, fangen wir nun an. Genug gequatscht. Also wir schalten einfach mal. Hier ist mein Clean Sound von meinem Marshall TSL 60. Kein Breakup, gar nichts, einfach komplett clean. So, und jetzt fangen wir an. Wir aktivieren das Pedal und wir gehen erstmal so auf ein Drittel. Ja, und hören uns einfach mal an, wie das klingt. Schöner, einfach, schöner, alter, Oldschool-Rock-Sound, nicht zu viel Gain, schön offen, schön, als wenn du so den Marshall jetzt einfach mal richtig aufreißen würdest. So, gehen wir mal weiter mit dem Gain, so auf die Hälfte und jetzt wird es doch schon um einiges Gain-reicher. Reagiert sehr schön auf Single Coils, reagiert schön auf Humbucker Sounds. Ja, wesentlich gainreicher jetzt natürlich schon. Trotzdem noch nutzbar für Rock, für Blues, einfach sehr schön. Gehen wir mal so zu 3/4 des Gain Knobs. Jetzt werden wir natürlich merken, dass natürlich wieder das Gain deutlich zunimmt. We'll be right back.
zuletzt natürlich noch die maximale Einstellung der TS-Seite. Seite. Das ist jetzt natürlich die High-Gain-Variante der ersten Seite und wir fangen wieder an bei einem Drittel und man kann schon merken, wenn man jetzt umschaltet, fängt es natürlich schon mal etwas mehr an zu rauschen und was jetzt natürlich auffällig war, jetzt wo ich das in der letzten Zeit getestet habe, dass man von der TS-Seite zur GNC-Seite natürlich einen kleinen Volumensprung drin hat. Ich meine, man kann das auf der Bühne dann einfach mit dem Fuß ein kleines bisschen auch regeln, also einfach nachjustieren, aber es ist schon ganz in Ordnung. Ich hätte mir natürlich vielleicht gewünscht, dass das ungefähr so gleichbleibend ist, einfach nur mehr Gain dazu kommt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch rein analog nicht möglich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir an mit einem Drittel. Schon merken, dass hier natürlich nahtlos das ansetzt, wo vorhin die TS-Seite aufgehört hat. Und jetzt gehen wir mal zu der Hälfte des Gains und jetzt merkt man natürlich schon, es wird richtig fett und richtig schön für Hardrock kompatibel. Total geil.
bringt einen sofort zurück in die 80er Jahre. Richtig schön. Und jetzt gehen wir wirklich in die etwas böseren Gefilde, nämlich bei den Maxi. Hier merkt man jetzt natürlich wirklich schon, dass, wenn man sich überlegt, dass unser Ausgangssound wirklich dieser war. Und nach Aktivieren einfach sowas rauskommt. Sehr auffällig ist, dass trotz absolut brachial viel Gain, mehr Gain als man wahrscheinlich jemals nutzen würde, trotzdem immer diese Definition da bleibt. Obwohl man es jetzt nicht übertrieben hat mit den Höhen, ist die Definition immer noch gegeben. Das heißt, selbst wenn ich irgendwelche Akkorde wirklich spiele, zum Beispiel, wir nehmen mal einen Dominant 7, Akkord stinkt normal, wird wahrscheinlich im Metal nicht vorkommen, aber trotzdem das. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das Pedal ist in der Lage, bei maximalem Gain selbst diese Noten einzeln noch darzustellen. Ich muss sagen, Milos Popovic hat mit dem Gainjack wirklich ein ultra flexibles Pedal geschaffen. Ja, es ist einfach der Wahnsinn. Ich bin unfassbar happy damit. Was übrigens auch, das können wir gleich noch probieren, auch sehr gut funktioniert, ist, wenn wir ein Crunch bereits haben bei dem Amp. Also jetzt so. Mein Kabel ist rausgefallen, Entschuldigung. So, wir haben einen Crunch. So, nutzen nun den Gainjack, um ganz einfach diesen Crunch ein kleines bisschen mehr Fokus zu geben, um ein kleines bisschen mehr Gain vielleicht zu geben. Vielleicht ist das auch für jemanden sehr sinnvoll, der einfach nur einen Amp hat, der vielleicht etwas zu wenig Gain für ihn hat. Oder vielleicht so ein Vox AC30 oder so, wo man einfach, der hat natürlich weniger Gain, aber trotzdem ist es, man haut so rein, ist total happy, aber manchmal braucht man natürlich etwas mehr Gain und genau hier setzt der Gainjack dann an. Und bei etwas geringerem Gain kann man dann wirklich. Also nochmal zum Vergleich, ohne Gainjack. Jetzt mit Gainjack. Ja.
wirklich, der Sound wird sehr schön fokussiert, man hat mehr Gain und ja, einfach, es macht einfach mehr Spaß. Was ich jetzt zum Schluss noch zum Gainiac zu sagen habe, ist, was mir außerdem noch aufgefallen ist, ist, dass der Tone Knob wirklich ultra aktiv ist oder ultra flexibel ist. Normalerweise ist man es so gewohnt, dass der Tone Knob wirklich so, man hat zwar mehr Höhen rechts und wahrscheinlich auch eine etwas geänderte Mittenstruktur, aber es ist jetzt nie, man hat so diesen Basic Sound, man nehme jetzt mal so einen Boss DS1 oder so, keine Ahnung, die sind immer so, dieser Grundsound ist immer da oder der Tube Screamer. Und hier ist es wirklich so, wenn wir jetzt mal ganz nach links gehen von dem Tone Pod, haben wir wirklich einen richtig krass dumpfen Sound. Wir gehen nochmal hier drauf, da hört man das vielleicht ein bisschen besser. Ganz links ein ganz dumpfer Sound. Hierbei bin ich immer noch auf den Stick-Pickup, also wenn wir noch auf den Deck gehen. Tone, wirklich sehr cool. Und wenn man jetzt so auf ein Drittel geht, merkt man schon, diese ganz fetten, dunklen unteren Mitten werden so ein kleines bisschen rausgenommen. Die Höhen kommen dazu, es wird schon wesentlich brauchbarer. Für mich. Mal ein kleines bisschen mehr diesen Höhenknack, so dass einfach diese Definition noch ein kleines bisschen fokussierter ist. Wenn wir jetzt weitergehen, so auf die Hälfte oder ein bisschen unter der Hälfte, da ist so das, wo ich meine Rhythmusgitarre eigentlich immer so einstelle. Sehr fett und ja, keine Ahnung, mit der Tele ist das einfach nur richtig cool. Und jetzt gehen wir weiter und jetzt kommen wir wirklich in Gefilde, wo man absolut den muffeligsten Amp definitiv in die Puschen kriegt, denn jetzt wird es wirklich richtig brutal treble, also sehr höhenreich. Das erinnert mich schon immer fast so an so einen gebrochenen Fasssound. Maximum, wo es dann im Prinzip völlig übertrieben ist.
was bleibt mir zum Schluss noch zu dem MP Custom Effects zu sagen? Oder zu dem Gainiac zu sagen? Bitte checkt dieses Pedal aus. Es klingt so geil, wenn ihr einfach einen Amp habt, der vielleicht nur, vielleicht habt ihr nur einen einkanaligen Clean Amp und wollt einfach einen richtig coolen, fetten Solo-Sound haben. Checkt auf jeden Fall das Pedal aus, weil es klingt einfach so genial. Es ist nicht so teuer, wie man es von einem Einzelanfertigungs-Boutique-Pedal erwarten würde. Und was außerdem noch sehr cool ist, ist, dass die beiden Anschlüsse übrigens unten am Boden sind. Das finde ich total cool, wenn du das Ding auf dein Pedalboard schnallst, weil es einfach so viel Platz auch noch spart. Ist auch im Allgemeinen natürlich sehr klein und handlich. Und ja, es ist ultra flexibel. Ihr könnt damit machen, was immer ihr wollt. Wenn ihr einen gecrunchten Amp einfach nur anfeuern wollt, schnallt das Ding davor, es kann's. Wenn ihr einen Clean Amp habt und wollt Metal spielen, schnallt das Ding davor, das kann's. Ihr könnt fast alles damit machen. Es hat einen unfassbaren Headroom. Wenn ihr in den, wenn ihr in der B-Cam mal schaut, bin ich bei dem Volume immer gerade so, nicht mal bei der Hälfte. Es hat einen unfassbaren Headroom. Ja, wie gesagt, schreibt Milosch einfach und lasst euch die Liste schicken. Bestellt euch den Gainiac, bestellt euch den Gainiac mit Zweibandklangregelung. Bestellt euch den alten Gainiac, der ist übrigens noch höhenlastiger, wer hätte es gedacht. Bestellt euch den Modulus, auch ein sehr cooles Pedal, so ein, keine Ahnung, so ein Modulations-Chorus-Phaser-Ding, auch richtig cool. Jetzt neu hatte das Auto-Wah, der Mann weiß einfach, wie man analoge Effektpedale baut. Und das Coole ist, wenn ihr euch jetzt so zwei oder drei Pedals raussucht, dann baut euch Milosch die auch noch in ein Gehäuse rein, also dass ihr dann so ein größeres Pedal habt. Da sind eure drei Lieblingspedals von ihm einfach schon drin. Ja, also wie gesagt, schreibt Milosch, kauft euch das Teil, es ist einfach nur geil. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videomaterial braucht, dann geht ihr einfach auf meinen Kanal, da gibt es noch ein Canned MP Custom Effects Sound Like Blues, irgend sowas gibt es da noch, dann gibt es noch ein Unboxing-Video von mir. Und dann auf jeden Fall schaut mal bei HP42 vorbei, denn Henning hat auch noch drei richtig coole Videos darüber gemacht, die auch sehr informativ waren. Schaut euch die auf jeden Fall nochmal an und geht auf den YouTube-Channel von Milosch Popovic. Da hat er nochmal die Best- oder die Reviews von den Produkten nochmal zusammengefasst, hat seine eigenen Reviews und ja, mir hat es wie immer einen Riesenspaß gemacht und keep rocking!